Hi und willkommen, ich bin der Max und ich bin mittlerweile seit über 3 Jahren auf Reisen und deswegen kenne ich mich natürlich bestens aus, beziehungsweise habe einfach schon eine Menge Erfahrung, wenn es ums Thema Kreditkarten im Ausland geht. Was sind die besten Reisekreditkarten? Wie macht man das mit Bargeldabhebung? Worauf sollte man einfach achten, wenn man sich eine Kreditkarte fürs Reisen anschafft? Erstmal 2 Tipps vorneweg, die euch schon mal richtig weiterhelfen sollten. Und zwar einmal, wenn ihr Geld im Ausland abheben wollt, macht es niemals über die Bank daheim, weil es einfach viel zu teuer ist. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel zur Sparkasse geht und sagt, hey, ihr hättet gern, weil ihr nach Thailand geht, ein paar Thai-Baht, dann macht es nicht, weil ihr zahlt einen blöden Wechselkurs und ihr zahlt noch Gebühren drauf. Es macht einfach keinen Sinn. Ihr werdet das Geld einfach mit eurer Kreditkarte, ihr nehmt zum Beispiel einfach eure Hanseatic Genialkarte, die ist kostenlos, ich stelle die nachher auch jetzt noch gleich vor, steckt die in den ATM, also einfach in den Geldautomaten und gebt da euren PIN ein, klickt dann wahrscheinlich auf Sprache erstmal Englisch, dann klickt ihr auf Withdrawal, das heißt einfach Geld abheben, dann klickt ihr beim nächsten auf Credit Card, das ist eigentlich bei allen gleich und dann gebt ihr einfach den Betrag ein, den ihr abheben wollt in dieser Fremdwährung und dann können jetzt folgende 2 Sachen passieren. Einmal kann es sein, dass der Automat an sich Gebühren verlangt, das hat dann nichts mit eurer Bank zu tun, sondern einfach von diesem Automaten an sich. Es kann dann sein, wenn ihr an den nächsten geht, dass ihr da weniger oder gar keine Gebühren zahlen müsst. Ich weiß zum Beispiel, in Thailand sind es immer 220 Baht, eigentlich egal zu welchem ATM du gehst. In Mexiko ist es ein bisschen unterschiedlich. Wir sind dann immer zum Beispiel zu City Banamex gegangen, weil es da einfach am wenigsten Gebühren waren. Und dann gibt es eben manchmal auch noch Automaten, bei denen keine Gebühren anfallen. Im Normalfall, ich sag mal so zu 90% der Fällen, muss das vorher eigentlich auch auf dem Display stehen, dass der ATM Gebühren verlangt und wie viel. Was euch auch noch passieren kann, dass euch so eine Meldung angezeigt wird. Und da müsst ihr immer ganz wichtig auf Skip Conversion drücken, weil sonst zahlt ihr unglaublich viel und zwar nämlich hier 6% Markup-Fee für das, dass der Automat das umrechnet. Und wenn ihr das eben skippt, dann wird der Wechselkurs der Bank genommen und der ist in der Regel viel, viel besser und viel, viel fairer. Das heißt, da immer Skip drücken. So viel schon mal vorneweg und als 2. Tipp auf jeden Fall immer mehr als eine Kreditkarte mit dabei haben. Wenn ihr mal irgendwie teurere Flüge bucht oder sowas und ihr einfach nur ein gewisses Limit habt bei einer Kreditkarte oder die gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer gesperrt wird, ist es immer gut, eine 2. Kreditkarte dabei zu haben. Und ein Must-Have, die ich euch auf jeden Fall vorstellen kann, ist die Genialcard der Hanseatic Bank, weil sie einfach kostenlos ist. Also mit der könnt ihr nichts falsch machen. Und es gibt gerade vom 2.1.2023 bis 31.1.2023 eine Aktion, dass wenn ihr die Karte in dem Zeitraum euch bestellt und innerhalb der ersten 4 Wochen einen Kartenumsatz von 100 Euro macht, dass ihr 35 Euro zurückerstattet bekommt. Die Genialcard ist komplett kostenfrei, das heißt, ihr habt 0 Euro Jahresgebühr ohne irgendwelche Bedingungen, das heißt, ihr müsst keinen Mindestumsatz haben oder sowas und es gibt halt einfach noch weitere Vorteile, die einfach mittlerweile zur besten Reisekreditkarte machen, wie zum Beispiel, dass man weltweit gebührenfrei bezahlen kann. Das ist halt auch praktisch, weil du halt bei vielen Kreditkarten, darauf solltet ihr halt immer achten, wenn ihr eine Reisekreditkarte habt oder eine Kreditkarte zum Reisen nehmen wollt, dass ihr das alles kostenlos machen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel was in US-Dollar zahlt, wenn ihr was in Thai-Baht zahlt, dann ist es oft so, dass da jetzt nochmal 1,5% zum Beispiel mehr drauf kommen. Nur wenn ich jetzt mit der Karte in Dollar oder in Thai-Baht oder sowas bezahle. Ich hatte das zum Beispiel bei meiner alten Kreditkarte, die war am Anfang auch sehr, sehr gut und hatte da auch 0%. Mittlerweile gibt es das Angebot nicht mehr und die haben jetzt eben Kosten für Bezahlungen in Fremdwährung 1,5%. Dann das Thema Bargeldabhebungen im Ausland. Da habe ich schon gesagt, dass es natürlich zu einerseits die Automatengebühr manchmal gibt, aber es gibt auf der anderen Seite auch manchmal noch Kreditkartengebühren, dass ihr da zum Beispiel auch bei gewissen Kreditkarten zahlen müsst, dass ihr Bargeld abheben könnt. Das heißt, dann zahlt ihr Automatengebühren, Kreditkartengebühren und noch Umrechnungsgebühren und das wollen wir natürlich alles nicht und das muss man bei der Genialcard zum Beispiel auch nicht machen. Bei meiner 2. Kreditkarte Wise ist es zum Beispiel so, dass bis zu 200 Euro ich 2-mal was abheben kann. Ist jetzt auch noch nicht so optimal, aber es ist einfach meine Backup-Kreditkarte. Oder bei der Santander ist es so, dass man da bis zu 4-mal kostenlos was abheben kann. Ab dann kostet es aber auch. Deswegen da auch klarer Winner die Hanseatic Genialcard. Was auch noch ein Vorteil ist bei der Hanseatic Kreditkarte, im Gegensatz zum Beispiel zu der DKB, die auch sehr gut ist, oder zu Revolut, da sind die Gebühren ähnlich, aber ihr müsst kein extra Girokonto oder sowas eröffnen, sondern könnt einfach nur die Karte euch holen und die mit eurer jetzigen Bank einfach verbinden und dann wird da automatisch monatlich das, was ihr mit der Kreditkarte ausgibt, abgebucht. Der einzige Haken, auf den müsst ihr achten, und da müsst ihr jetzt ganz besonders aufpassen, und zwar, dass ihr, wenn ihr die mobile App habt, also wenn ihr die Hanseatic App habt, dass ihr da schaut, dass ihr die Ratenzahlung ausstellt, weil die kostet nämlich so um die 13% im Jahr und die ist automatisch eingestellt. Das heißt, da müsst ihr aufpassen, weil sonst müsst ihr Zinsen zahlen. Und dafür geht ihr einfach in eure App ein, klickt auf meine Rate und normalerweise ist der Regler nämlich automatisch hier bei 20% gesetzt und ihr müsst einfach auf
100 klicken und dann auf jetzt speichern klicken und dann habt ihr das Ganze für immer geregelt. Und das Geld, das ihr über eure Kreditkarte ausgibt, wird dann praktisch monatlich von eurem hinterlegten Girokonto abgebucht. Ich habe zu der Hanseatic Genialcard auch einen Link unten in der Infobox zu meiner Website und auf der Website findet ihr dann auch die Aktion mit den 35 Euro Startguthaben. Wie gesagt, für Neukunden, wenn ihr in den ersten 4 Wochen 100 Euro einfach mit der Genialcard bezahlt, dann habt ihr euch schon mal 35 Euro mehr gesichert. So ein Angebot habe ich tatsächlich noch nie gesehen bei denen, von dem her nehmt es mit, wenn ihr eine Reisekreditkarte sucht. Ansonsten ist sie ja eh kostenlos, also ihr könnt mit der wirklich komplett gar nichts falsch machen. Voraussetzungen für die Karte sind nur, dass man eben über 18 Jahre alt ist und einen Wohnsitz in Deutschland hat. Also ich mache mit meiner Hanseatic-Kreditkarte jetzt einfach alle Bargeldabhebungen und alle Rechnungen, die irgendwie mit Auslandswährung zu tun haben. Und für alle, die noch mal ein bisschen mehr Reiseversicherungsschutz in ihrer Kreditkarte mit dabei haben wollen und das Ganze auch kostengünstig haben wollen, da gibt es noch die Hanseatic Gold Card. Die kostet eigentlich auch 0 Euro im ersten Jahr und 0 Euro, wenn ihr im Jahr 3000 Euro damit ausgibt. Die hat im Endeffekt dieselben Vorteile wie die Genialcard, nur noch ein bisschen mehr, wo zum Beispiel Reiseversicherungen, Auslandskrankenversicherungen und Smartphoneversicherungen mit dabei sind. Für die Goldkarte gilt aber meines Wissens diese 35 Euro Aktion zurück für diesen Zeitraum bis 31.01. nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es natürlich auch sinnvoll, nicht nur eine Kreditkarte zu haben. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel die schon von der DKB oder sowas habt oder von der Hausbank oder zum Beispiel eine Mastercard und eine Visa zu haben, macht natürlich auch Sinn. Ich habe jetzt aktuell nur Visa und American Express. Als zweite Visa-Karte habe ich mir noch die Visa-Karte von Wise geholt. Die kostet 7 Euro, wenn man einmal diese Karte haben möchte oder man hat einfach die nur auf dem Handy. Die kostet dann gar nichts. Das Gute an Wise ist, dass es eigentlich eine App ist und da hat man praktisch auch fiktive Konten, wo man zum Beispiel auch ins Ausland was überweisen kann, ohne dass es super viel mehr kostet. Das sind Wise einfach die, die das am kostengünstigsten und am besten machen. Wir haben das beispielsweise in Indonesien gemacht, da mussten wir was bezahlen und mussten das auf ein einheimisches Konto überweisen und ich habe dann praktisch auf dieses Konto was draufgeladen, einfach in Euro von meinem privaten Girokonto auf mein Wise-Konto, das ist dann auch in Euro aufgetaucht und das Ganze dann in indonesischen Rupiah dem Unternehmen gesendet und dann hat das Ganze gepasst. Es wird auch sehr offen mit den Transaktionsgebühren und dem umgegangen und die sind auch einfach sehr, sehr niedrig. Auch zum Beispiel, wenn ihr es ein Work and Travel in Kanada oder in Australien macht, dann ist es halt auch eine super Sache, weil ihr damit auch einfach eure australischen Dollar auf euer australisches Wise-Konto überweisen könnt und dann eure australischen Dollar zu einem fairen Wechselkurs auf euer Euro-Konto bei Wise übertragen könnt und von da aus könnt ihr es dann auch wieder abbuchen und auf euer Girokonto machen, ohne dass ihr einfach horrende Gebühren zahlen müsst. Von dem her, da ist Wise auch ganz praktisch. Wise, muss man dazu sagen, ist es eine Prepaid-Kreditkarte, das heißt, wenn da auf dem Wise-Konto kein Geld drauf ist, kann man die Karte eigentlich auch nicht nutzen. Das heißt, ich lade mir vorher was drauf, wenn ich was abheben will und dann hebe ich das einfach am Automaten ab und ist daher auch auf jeden Fall nochmal praktisch. Und meine dritte Karte im Bunde ist die American Express Kreditkarte. Dazu muss ich natürlich sagen, dass das kein Muss ist, dass es sich einfach nicht für jeden lohnt. Die Karte kostet erstens 660 Euro im Jahr und da ist es zum Beispiel auch so, wenn du Fremdwährung hast oder wenn du irgendwie Bargeld abhebst, das kostet dann immer nochmal extra. Es wäre für den Notfall möglich, da in Fremdwährung was zu machen, aber ich versuche es natürlich zu vermeiden, um einfach auch die extra Gebühren zu vermeiden und vor allem, wenn ich eine Karte habe, die es kostenlos kann, dann nehme ich natürlich die kostenlose Karte. Warum habe ich denn die Amex? Ich habe zu der auch schon eigene Videos gemacht. Falls euch das interessiert, schaut euch die an. Ich zahle mit der Amex alles, was ich in Euro bezahlen kann, auf jeden Fall. Das mache ich alles über die Amex und sammle damit eben meine Punkte, die ich dann auch einlöse für kostengünstige Business-Class-Flüge oder kostenlose Hotels und habe da einfach auch noch andere Reisebenefits, wie zum Beispiel einen kostenlosen Zugang zu Lounges, 200 Euro Reiseguthaben, Upgrades bei Hotelbuchungen und noch ganz viele andere Sachen mit dabei. Aber wie gesagt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und ist auch definitiv nicht für jeden Backpacker was, weil man muss die Karte einfach auch gut nutzen. Ich wollte euch jetzt hauptsächlich die Must-Have-Kreditkarte mit der Aktion noch bis Ende Januar vorstellen. Nehmt es mit, wenn ihr eine Kreditkarte braucht. Schaut da wie gesagt einfach unten in der Infobox vorbei und auch Wise habe ich bisher noch nie erwähnt, dass ich diese Karte habe und das ist halt auch super praktisch für gewisse Anlässe. Braucht bestimmt auch nicht jeder, aber ich will es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Kreditkarten ihr zum Reisen nutzt und welche. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.